Luigi Time, Leute, und weiter geht's im nächsten Part zu Super Mario Bros. Wonder und los geht's. Und hier sind wir. Countdown am Himmel und nicht den Anschluss verlieren. Ich würde sagen, machen wir erstmal hier. Countdown am Himmel. Let's go. Na dann, Countdown am Himmel. Und man kann unten links die Figur zum Springen bringen dann im Ladebildschirm. Ah, okay. Das heißt also, ich muss bei den Plattformen aufpassen. Oh, da kann ich rein. Das war jetzt ein witziger Zufall. Alles klar. Na gut, dass die Wolken nicht weggehen. Wobei, das wird bestimmt irgendwann auch noch passieren, ey. Was war das jetzt? Was war das denn jetzt? Irgendwie bin ich hier... keine Ahnung. Egal. Ignorieren wir mal einfach. Zack. Boah. Komm ich denn da hoch? Hä? Stimmt eigentlich wie... ach, lol. Lol. Das ist ja geil. Scheiße! Oh Mann, ey. Erstmal, guten Morgen alle zusammen. Okay, hab's geschafft. Was ist das denn? Okay. Gibt ein paar Wolken. Über die Wolken. Boah. Kommt da noch einer raus? Ja, natürlich kommt... natürlich kommt da noch einer raus, ey. Hä? Was hab ich jetzt... hä? Was hab ich jetzt falsch gemacht? Hä? Was hab ich da... was hab ich falsch gemacht? Gott, ey, ich muss... ganz ehrlich, Leute, ich muss das Digi-Kreuz benutzen. Ich... nee. Der Analog-Stick ist mir einfach nicht präzise genug. Okay, dann... Pustekuchen halt, dann werde ich das halt irgendwann nachholen. Nein! Oh. Also irgendwie... zack, zack, zack. So. Danke. Oh, das wollte ich gar nicht haben. So, das Digi-Kreuz ist viel angenehmer, ey. Lakito! Ja, toll. Sei vorsichtig. Ich wusste, dass das geht. Ich habe vergessen, dass mit der Wolke ver... oh, lol. Voll der Fallschirm springen hier, ey. Hapse! Luigi Time! Cool.
Nicht mal, kommt zurück. Geht die Wolke irgendwann weg, ja, ne? Nein! Oh! Was war das denn jetzt, ey? Der hat, glaube ich, in dem Zeitrahmen noch ein Ding ins geworfen. Hey. Das war's mit der Kito. Oh, lol, genau. Verdammt. Scheiße. Ja, okay, das hole ich irgendwann alles nochmal nach. Irgendwann. Sehr schön. Wo ist eigentlich mein Joy-Con-Grip eigentlich? Vielleicht würde ich damit besser klarkommen. Okay, was haben wir denn da? Verschnaufpause immer im Kreis. Ja, könnte ich gut brauchen, eine Verschnaufpause eben. Ich will die Mütze haben. Hab sie. Nice. Ach, so Verschnaufpausen sind auch ganz nett. Countdown am Himmel. Da fehlte mir einfach nur eine Münze und die Fahne am Ende, ne? Hm. Nee, machen wir vielleicht gleich. Nicht an den Anschluss verlieren. Wie gesagt, ich mache das Spiel auf jeden Fall zu 100%, das ist keine Frage. Unten links kann ich die Figur zum Springen bringen, wenn ich die ganze Zeit B drücke. Und man kann Emojis machen. Habe ich erst vor kurzem, habe ich auch erst herausgefunden, man kann so Emoji-Zeichen machen. Yay! Oh, warte, wie schön dieser Effekt aussieht, wenn man nass ist. Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich echt nicht gesehen gerade. Oh Mann. Also irgendwie bin ich heute echt nicht gut in Form. Nee, also heute bin ich echt nicht gut in Form, heute. Ich dachte, man kann nicht sterben, wenn man in der Blumenwelt ist. Deshalb bin ich extra jetzt nicht auf das Sprungbrett links gesprungen, weil ich dachte, man stirbt, kann nicht sterben. Oh Mann, ey. Also heute lässt der Skill nach. Gott. Hallo.
Ihr vier Idioten! Oh Mann! Oh Gott, ich hab's geschafft. Jetzt muss ich nur noch zum Ende kommen. Okay, hab's geschafft. Nice. Luigi ist nicht gesprungen. Warum ist Luigi nicht gesprungen? Nawohl, geht doch. Da muss erst der Elefanten-Luigi kommen, ey, und das richtig machen. Nice. Nicht den Anschluss verlieren. Unglaublich. Wenn ihr es bisher geschafft habt, werdet ihr sicher auch mit diesem Unruhestifter fertig. Der Berggipfel liegt direkt voraus. Ich glaube an euch. Wenn der Weg zum Gipfel finden wieder frei ist, können wir vielleicht einmal zusammen von dort ins Tal rufen. Ach so, ja, stimmt, das kann man ja machen. Fische das Fallen nicht mehr, lieber Kunde, sondern blühe auf mit dem Rettungssprungabzeichen. Das habe ich schon, ne? Ja, habe ich schon. Kommt mal ein Aufsteller. Nice. Nice. Hellblauer Yoshi-Wolke haben wir. Nice. Okay, Leute, dann mache ich ganz kurz mal eben schnell einen Cut. Und wir werden mal ganz kurz eben in diesem Level hier, in Countdown am Himmel, müssten wir noch was holen? Countdown am Himmel. Ganz ehrlich, diese Reihenfolge von diesen... Da. Nee. Die Reihenfolge von den Leveln, die sind so bescheuert gestaltet hier. Da. Countdown am Himmel. Da fehlt uns die goldene Flagge und die zweite rosa Münze. Die werden wir kurz eben holen und wir sehen uns wieder nach diesem kurzen Cut. Ah, sowas. Jetzt müssen wir nur warten, bis sie runterfällt. Nice, Leute, da haben wir sie. Da würde ich mal sagen, da sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die goldene Fahnenstange hole. Bis gleich. Und da habe ich ein bisschen gemogelt mit der Kitos-Wolke. Hat perfekt funktioniert. Nice. Perfekt, Leute. Level beendet mit dem lilanen Münzen und der goldenen Fadenstange. Oh, schönes Bild. Alright. Countdown am Himmel, alles klar. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal, hier wir nicht den Anschluss verlieren. Und was fehlt uns da? Da. Nicht den Anschluss zu verlieren. Da fehlt uns auch die mittlere lilane Münze. Alles klar, Leute. Dann kurz einen kleinen Cut und wir sehen uns wieder, wenn ich sie gefunden habe. Boah. Da, gut, dass der Elefant da durchpasst, ey. Nice. Geil, Leute. Da haben wir es geschafft. Die mittlere Münze. Yay. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich am Levelende. Nice. That's the gonna nice. Yay! Nicht den Anschluss verlieren. Nice. Okay, dann würde ich sagen... Warte, haben wir noch irgendwas für den Level unten, die wir noch machen könnten? Stimmt, da. Luftgaläre im Wölkchengebirge. Stimmt, Leute, da fehlt uns noch was. Stimmt, da fehlt uns noch die letzte Münze. Da würde ich sagen, die gehe ich noch ganz kurz eben holen. Und die sehen wir nach diesem Cut, Leute. Perfekt. Nice. Da muss ich einfach nur ein Kraftmessen machen mit dem Typen. Perfekt. Da haben die Leute die letzte lila eine Münze hier. Da würde ich sagen, dann sehen wir uns gleich am Levelende. Und da sind wir wieder, Leute. Jetzt muss ich was kurz gucken. Fehlt hier noch irgendwo was? Oder könnten wir jetzt rein theoretisch letzte Level dieser Welt machen? Oh, ganz am Anfang fehlt uns noch eine mittlere. Da fehlen uns das perfekte Timing. Ja. Am Anfang fehlt uns noch eine zweite von diesen Wurzeln.
Dann würde ich sagen, Leute, die holen wir uns auch noch eben kurz schnell. Dann wird das halt eben noch am Ende noch so ein Part, wo ich noch einzelne Sachen abgrase. Bis gleich. Hä? Aha. Hä? Habe ich die goldene... Hatte ich die goldene Fahne hier nicht? Aber egal, ich habe die mittlere Wurzel gefunden. Oder kriegt man einmal eine Wurzel, wenn man das Level ohne Dings beendet? Ohne den Supersamen, weil ich habe jetzt hier alles, ne? Ja. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist das perfekte Timing. Und das ist gerade vielleicht nicht eine Art und Weise, auf die ich gerade wirklich Lust habe, aber das werde ich trotzdem noch machen, Leute. Das perfekte Timing. Da würde ich einfach mal sagen, das sehen wir aber erst, wenn ich an der Stelle, wo ich erst einmal wieder eine Wurzel einsammle, weil das ganze Timing müsst ihr euch nicht unbedingt wieder angucken, weil das wäre kein gutes Timing. Bis gleich. Ja, okay, Leute, ich habe mir anders überlegt. Ich werde das perfekte Timing ein andermal machen. Dafür würde ich sagen, beenden wir den Part jetzt hier an dieser Stelle. Und im nächsten Part gehen wir dann den Endboss hier oben an. Und wo wir 14 Stück nur versammeln mussten, wir haben genau 16 mehr. Quatsch, 11 mehr. 16 mehr, genau. Wir haben 11 mehr. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Gib dem Video doch einen Kommentar und einen Daumen nach oben, um den YouTube-Algorithmus ein bisschen zu pushen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Dagevian.